Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir Asphalt 9. Ja, heute begrüße ich euch zu natürlich wieder zu einem neuen Asphalt 9 Let's Play, aber diesmal werden wir nicht an der Karriere weiterspielen, Leute. Diesmal werden wir im Mehrspielermodus spielen und zwar möchte ich euch da etwas ganz Cooles zeigen, was ich mittlerweile wirklich sehr, sehr cool finde, weil es gibt immer wieder Veränderungen oder manchmal Veränderungen im Mehrspielermodus. Und diesmal gibt es nämlich ein 1 gegen 1 Rennen. Das ist jetzt extra so im Mehrspielermodus gemacht, weil manchmal gibt es ja da auch wie in anderen Games natürlich Updates und so weiter und so fort. Und ja, wir können natürlich nur Wagen nehmen, die natürlich jetzt in der Silver League sind, weil wir dasselbe nur in der Silver League sind. Die könnten wir nehmen, wenn wir in der Gold League sind. Ja, aber. Und für die Platinum gäbe es dann da noch den Aston Martin und dann haben wir dann da auch noch den McLaren zur Auswahl. Aber das ist noch eine lange Geschichte, bis wir da wieder bei Platinum sind oder bei Legend League. Das geht noch ziemlich weit. Wir sind bei der Silver League und zwar würde ich mal sagen, werden wir direkt mit einem schnellen Auto starten. Ich muss mir nur überlegen, also der schnellste, wo auf dem höchsten Rang ist, ist der Ford Selfie GT35 OR. Und ja, eigentlich ist es der höchste. Zuerst möchte ich es jetzt mal mit dem schnellsten probieren und nachher möchte ich mal probieren, ob ich vielleicht auch mit dem schwächsten Auto, wo auf dem totalsten niedrigen Rang ist als alle anderen Autos, möchte ich es mal probieren, ein Rennen gegen irgendeinen Spieler hier zu fahren. Aber ja, ihr seht direkt schon jetzt, es wird ein 1 gegen 1 gesucht, Suche nach anderen Spielern und anderem Ort. So, ich muss jetzt gegen einen Spieler mit dem Lamborghini Asterion antreten anscheinend. Ich weiß nicht, also eigentlich ist es die Silver League, aber ich weiß nicht, wieso das jetzt plötzlich so ist. Bin ich ein bisschen jetzt überfragt? Wir können es ja nachher auch probieren, aber ich denke, das funktioniert vielleicht bei uns nicht. Aber ja, zuerst möchte ich mal mit dem Ford Selfie mal starten. Den haben wir übrigens schon auf 4 Sterne, glaube ich. Und ja, also das heißt, viersterniges Auto gegen viersterniges Auto. Ich weiß nicht, ob ich gegen den Asterion eine Chance habe, weil damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Gegen einen Asterion anzutreten ist wirklich nicht gerade leicht. Normalerweise habe ich bei diesem 1 gegen 1 Duell eigentlich schon Chancen, aber gegen ein Asterion würde ich da in diesem Fall nicht unterschätzen, Leute, weil das ist wirklich eine hartnäckige Wurst. Okay, natürlich gebe ich alles, wie ihr mich kennt. Maxstar gibt immer alles. Aber eben gegen einen Asterion anzutreten, ist nicht gerade easy peasy. Also deswegen einfach Gas geben, fahren und nichts weiteres, sage ich nur mal. Okay, also da in den Kurven wird es jetzt natürlich, also es wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Lamborghini Asterion gegen Ford Selfie. Also dass gerade am Anfang so einen Wagen auftaucht, habe ich jetzt übelst gar nicht gerechnet. Okay, wir schauen mal. Oh, Alter, ey, das ist einfach ein. Okay. Ja, jetzt hat er sich aus Versehen selbst zerstört, Leute. Aber ich darf nicht Vorsprung verlieren. Also ich probiere es jetzt gegen den Lamborghini Asterion zu gewinnen. Das Ziel ist hier nicht mehr weit weg. Okay. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Glück, dass ich gewonnen habe, weil da vorne ist es gleich die Ziellinie. Genau. Das ist jetzt ein bisschen Glück, dass ich gewonnen habe, Leute. Und zwar ist das, weil es sich aus Versehen zerstört hat. Aber hätte er keinen Fehler gemacht und sich nicht zerstört, dann hätte ich wahrscheinlich verloren. Und ich sehe, oha, wir sind jetzt gerade in die Gold League aufgestiegen. Das ist ja super toll. So, die drei Pokale gehören uns. Und ich würde mal direkt sagen, ich probiere es jetzt auf der Gold Liga. Jetzt können wir uns ziemlich warm anlegen. Und zwar überlege ich mir jetzt, wenn wir schon in der Goldliga sind, soll ich es jetzt auch mit dem Schwächsten probieren. Okay, jetzt wo wir in der Goldliga sind, könnten wir den Asterion sogar nehmen. Ja, wir können den Asterion, das wäre jetzt da eigentlich der schnellste. Aber ich möchte es jetzt zuerst mal mit dem langsamsten probieren. Okay, der langsamste ist, glaube ich, dieser oder. Okay, eigentlich dieser. Okay, Leute, das ist der Porsche Cayman, den habe ich noch nicht auf 2 Sterne und erst auf einem Stern. Das ist der niedrigste auf dem kleinsten Rang, wo wir haben. Sonst sind eigentlich alle höher. Oder, warte mal. Okay, der ist auch höher. Ja,
Das ist dieser, wo am niedrigsten ist. Ich muss noch mal schauen, okay, warte mal. Ja, das ist der, wo am niedrigsten ist, Leute. Mit dem Porsche Cayman, den habe ich gar noch nicht richtig upgradet und dieses Importteil könnten wir eigentlich noch schnell verwenden, okay. So, ich probiere es jetzt mal mit dem, Leute. Und zwar probiere ich jetzt in der Gold League und möchte mal schauen, ob ich trotzdem eine Chance habe, gegen einen Gegner anzutreten, weil man muss ja auch mal dem Kleinen eine Chance geben. Bin ich der Meinung. Und deswegen möchte ich jetzt das mal gerne probieren. Aber das ist wirklich neu, Leute, dieses 1 gegen 1 Duell in Asphalt 9. Also, das gab es vorher natürlich nicht. Wie lange dass das so bleibt, Leute, weiß ich nicht. Das kann sein, dass es spätestens vielleicht in einer Woche oder in ein paar Tagen oder in einem Monat oder in ein paar Monaten wieder geändert wird. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt, wo ich Asphalt 9 spiele, ist es auf jeden Fall so. Und natürlich ist es geiler, wenn mehr Spieler dabei sind. Aber ich muss sagen, ein 1 gegen 1 Duell finde ich auch noch ziemlich nice. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin noch keine Touren mit diesem Porsche Cayman gefahren. Also ist jetzt natürlich den, wo wir auf dem niedrigsten Rang haben. So. Mal schauen, ob ich da eine Chance habe. Natürlich gebe ich da auch mein Bestes. Also so schlecht sieht's für uns eigentlich gar nicht mal aus. Aber man muss auch mit einer Zerstörung rechnen, Leute. Das ist ja auch wieder klar. Falls mich jetzt dieser Spieler hier schubsen würde, dann wäre es dann auch ein bisschen, dann kann man es dann auch nicht gerecht beurteilen, hätte ich es jetzt geschafft oder hätte ich es nicht geschafft. Aber eben, leider ist halt, das ist halt Asphalt 9 und deswegen möchte ich jetzt einfach mal schauen, ob der Kleine auch eine Chance hat. Okay, der hat die Oberstrecke genommen, da habe ich jetzt ein bisschen geschissen. Ich bin nicht weit hinten ihm, aber eine Chance habe ich wohl nicht mit dem Porsche Cayman. Das seht ihr jetzt schon, jetzt gewinnt der Vorsprung. Ich weiß nicht, ob das auf jeder Strecke so ist. Es kommt auch je nach Map drauf an, Leute, weil man kann das natürlich auch nicht immer sagen. Es kommt je nach Map drauf an. Einige Spieler spielen auf dieser Map besser, einige Spieler spielen mit dem schwächsten Auto auf einer anderen Map besser. Das kann man jetzt nicht gerecht beurteilen, aber was jetzt schon zu erkennen ist, ihr merkt, er hat am Anfang nicht so viel Vorsprung bei mir gehabt. Also ich konnte ihn noch locker überholen. Aber jetzt hat er leider gegen mich gewonnen. Und ihr merkt auf jeden Fall, dass eben, ich habe es jetzt mit dem Schwächsten probiert. Und mit dem Schwächsten ist es natürlich immer eine Herausforderung gegen einen Wagen, der natürlich stärker ist. So, jetzt möchte ich aber das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Also zum Laufen zu bringen. Und zwar zum Laufen zu bringen oder Laufen zu bringen, ja. Möchte ich jetzt das Ganze mit dem Lamborghini Asterion probieren. Ich sage es mal so, ich möchte dieses Ding jetzt einfach, dass die Post abgeht und deswegen möchte ich jetzt das mal mit dem Lamborghini Asterion probieren. Dann läuft es auf jeden Fall. Dann gibt es Action. So, wir schauen mal, gegen welches Auto wir jetzt antreten müssen. Oh, Lamborghini Asterion gegen Lamborghini Asterion. Das kann ja richtig nice werden auf der Schottland-Map. Okay, dann würde ich mal sagen, los geht's auf jeden Fall. Alter, das wird ein spannendes Duell. Alter, wie nah ist der an mir? Oh mein Gott, ey. Okay, im Moment, ich gewinne nicht viel Vorsprung, ihr seht's. Er muss mich nur einmal irgendwie blöd rammen und mein Auto ist zerstört und er kann mich direkt wieder überholen. Und ob ich ihn dann wieder aufholen kann, ist dann die Frage. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Vorsprung als er gewonnen. Natürlich gehe ich da oben durch. So, ich mache jetzt wieder perfektes Nitro. Ich möchte es jetzt mal auf diese Taktik probieren. Also es wäre eine Taktik zum Aufzuholen mit dem schwächsten Auto, wenn ich immer das perfekte Nitro einsetze. Wenn der Gegner das perfekte Nitro auch weniger einsetzt mit dem Wagen, der auf dem höheren Rang ist, dann könnte ich das probieren, aber wenn er das gleiche macht, dann habe ich dann nämlich wirklich geschissen. Ich denke, die Guten werden immer das oder fast immer das perfekte Nitro einsetzen und deswegen ist es nicht so easy. So, ich habe das Duell Lamborghini Asterion gegen Lamborghini Asterion gewonnen. Es ist wirklich jetzt ziemlich abgegangen. Also, das ist wirklich ein Unterschied. Einen Wagen, der wirklich auf dem niedrigsten Rang ist und einen Wagen, der natürlich auf einem sehr hohen Rang ist.
So, wir können direkt wieder ein Pack öffnen. So, 50 Kredits haben wir bekommen, alles klar. So, Leute, ich möchte es jetzt nochmals probieren mit dem Porsche Cayman. Aber diesmal möchte ich jetzt das Ganze ein bisschen eleganter machen. Und zwar möchte ich jetzt da wirklich möglichst mit perfektem Nitro spielen, wenn ich Nitro-Flaschen einsammle. So, gegen welchen Wagen müssen wir jetzt antreten? Okay, gegen einen Dodge Challenger, das kann wirklich jetzt knifflig werden. Das, ja, also ihr seht es jetzt schon an der Zahl an, der hat auf jeden Fall den höheren Rang gegen einen Dodge. Das wird auch nicht gerade leicht, sage ich nun mal. Aber so unwahrscheinlich klingt das eigentlich auch nicht. Also wäre jetzt dieser Wagen auf 3, 4 Sterne, würden wir es, glaube ich, schaffen. Da würden wir es, glaube ich, locker schaffen. So, perfektes Nitro nicht vergessen. Okay, also das kann wirklich die... Also so kann man wirklich Aufholjagd gewinnen. Das sieht man. Ich bin zwar immer noch nicht sehr viel weiter vorne als der Gegner, aber... Sorry, wenn ich husten muss. Ich bin noch immer noch erkältet. Ich bin zwar nicht viel weiter vorne, aber dafür... Oh, ja, das war jetzt gut. Also ich probiere es mal, Leute. Das heißt nicht, dass ich es so gewinnen kann. Okay, ich probiere es jetzt mal. Ein bisschen... Wenn man halt ein bisschen... Oh, jetzt... Seht ihr, Leute? Ich habe es jetzt mal auf diese Taktik probiert. Im Moment habe ich jetzt Vorsprung, aber kommt nur darauf an, wie lange. Oh. Okay, nochmals perfektes Nitro. So, die Chance nutze ich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Oh nein. Perfektes Nitro. Ah, Scheibe, jetzt habe ich es verkackt. Ich wollte eigentlich das perfekte Nitro einsetzen. Wir haben leider nur knapper Vorsprung. Er hat eigentlich den höheren Rang. Oh, das war gut, das war gut. Ja. Der Schnee wieder, ne? Der Schnee, wo einem wieder ein bisschen... Ah, jetzt habe ich wieder das perfekte Nitro verkackt. Ja. Scheibe. Okay, Leute. Tatsächlich ist es mir gelungen, durch das perfekte Nitro dieses Rennen jetzt zu gewinnen. Aber man muss auch ehrlich gesagt zugeben, der Dodge Challenger, da ist es eigentlich noch machbar als gegen... Als zum Beispiel gegen einen Lamborghini Asterion mit einem Porsche Cayman oder gegen so oder gegen einen sonstigen Wagen wie Lotus oder so, dann ist es definitiv klar, aber der Dodge ist zwar auf dem höheren Rang gewesen, aber wir hatten Glück mit dem Perfect Nitro, das hat uns auch ein bisschen Aufholjagd gebracht und natürlich auch ein bisschen Vorsprung. Das war auf jeden Fall ziemlich perfekt. Als letztes möchte ich jetzt das Ganze mal mit dem Jaguar probieren. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Rennen, würde ich mal sagen. Der Jaguar ist zwar auch nicht gerade auf dem höchsten Rang, aber ich denke, der kann auch ziemlich aggressiv fahren, wenn man mit dem ziemlich elegant fährt. Wir könnten eigentlich diese Taktik mal bei dem Jaguar probieren, mit dem Perfect Nitro. Ihr habt sicher auch schon bemerkt, einige, wo dabei waren beim Livestream von Asphalt 9, haben sicher auch in Kapitel 3 gemerkt, dass ich das perfekte Nitro schon noch oft einsetze. Und zuerst bei Kapitel 2 oder 1 war das, glaube ich, wusste ich gar nicht, was das perfekte Nitro ist, wie man das macht und so. Aber jetzt habe ich wirklich Asphalt 9 wirklich voll im Griff, Leute. So viel kann ich euch auf jeden Fall sagen. So, jetzt haben wir zwar... Oh, jetzt müssen wir... Ja, schon wieder gegen einen Dodge. Also gegen einen Dodge Viper hätten wir niemals eine Chance gehabt. Also mit dem Jaguar vielleicht schon, aber mit dem Porsche Cayman wahrscheinlich nicht. Okay. Alles klar, also der Jaguar fährt ziemlich aggressiv. Ich gehe jetzt mal auf diese Rampe. Ich möchte jetzt mal das... Oh, perfektes Nitro in der Luft. Das geht ja ziemlich ab. Perfektes Nitro in der Luft, okay. Okay, jetzt können wir es wieder einsetzen. Ja, also mit dem Jaguar kann man natürlich, den habe ich auch auf dem viel höheren Rang als der Cayman, also als der Porsche Cayman natürlich. Aber ich muss sagen, der Jaguar ist natürlich, auch für seinen Namen, merkt man auch, dass er ziemlich aggressiv und natürlich schnell ist.
Was mich noch interessieren würde, wenn wir den voll getuned hätten, also auf 4 Sterne oder auf 3 Sterne voll getuned wäre, mal schauen, wie schnell das er dann wäre, aber das kommt dann irgendwann noch, Leute, aber einfach, im Moment finde ich ihn eigentlich jetzt schon ziemlich schnell, muss ich sagen. So, wir haben natürlich das Rennen erfolgreich natürlich gemeistert und ich muss einfach sagen, diesen Mehrspielermodus, dass man jetzt da ein Rennen fahren kann, dass jeder nur noch, jeder, wo natürlich den Mehrspielermodus jetzt im Moment bei Asphalt 9 spielt, nur noch, dass es nur noch ein Rennen sucht, wo man ein 1 gegen 1 Duell machen kann. Finde ich ziemlich nice, Leute, und von meiner Seite her war es das auch schon für diese Folge. Mir hat es natürlich wieder richtig viel Spaß gemacht, mit euch ein Asphalt 9 Let's Play zu drehen und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch natürlich noch einen schönen Abend, Leute, und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.